die Schweine, denn jetzt kommt eine kurze Livestream-Zusammenfassung des Livestreams vom 11. Dezember 2013. Also das war ein Mittwoch. Und da war ein Livestream. Da war ein Livestream. Ja, ein Livestream. War recht cool, dass so viele Leute da waren unter der Woche, muss ich ja mal sagen. Also, ich bin jetzt hier gerade allein vom Server. Meine beiden Kollegen sind gerade LKW fahren. Zu faul. Und im Grunde genommen lässt sich das unser Schaffen im Livestream mit zwei Wörtern zusammenfassen. Zwei Sätzen. Also einmal haben wir natürlich am Haus gebaut. Und Andi, was hast du gemacht? Ich habe eine epische Straße gebaut. Seht ihr hier epische Straße mit epischer Umrandung auf Andis epischen Brunnen? Moment, hat er eigentlich eine Umrandung gemacht? Nein, hast du noch gar nicht, oder? Doch. Hat er. Echt? Ich kann jetzt mal einmal hier dezent ums Haus. Ist es Nacht? Ich glaube, ich gehe mal schlafen. Das ist sichere. Wow. Respekt. Also wir haben auf jeden Fall außen komplett fertig. Fassade fertig, Dach drauf. Wir haben sogar schon ganz bisschen angefangen mit der Eingangshalle. Genau. Ich denke mal, die werden wir noch machen auf jeden Fall demnächst mal. Ja, wir haben die Treppe angedeutet, also, wobei die sich noch verschieben wird. Soll so eine geile Eingangshalle mit so einer, also, mit so einem Atrium sein. Wir haben hier oben da diese Fenster reingemacht. Wir haben generell alle Fenster stylisch gemacht. Wir haben generell, also im Grunde haben wir es von außen jetzt komplett zugemacht, oder? Ja, es ist komplett. Tut die komplett bis auf die Tür vorne. Und dann schafft wir es vielleicht auch demnächst mal irgendwie einen Lagerraum einzurichten, ne? Ja, ich würde sagen, der dieses kommt in den Keller. Ja, halt so, irgendwie. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Dach. Hier sieht man, zipp, hier sind die Fenster. In Andis komischem Kessel schmeckt da schmilzt noch so ein Zeug rum, Tin oder so. Ja, so, das ist aus dem unsere Straßen gebaut sind. Ey. So. Ich wollte gerade noch was. Also auf jeden Fall hier nochmal ein schöner Blick auf die Straße. Hier dieses wunderschöne Dach mit geilen Fenstern. Hängen. War's das? Wusstet ihr jetzt direkt hinter unserer Haus und da haben wir außen Piratenschiff? Ja. Ja, du Lappen. Also prinzipiell, ja, haben wir schon baulich einiges geschafft. Ich hätte gehofft noch ein bisschen mehr, aber naja, immerhin ist unser Haus jetzt von außen herrschaftlich fertig. Herrschaftlich. Ja. Bosshaft, könnte man sagen. Bosshaft. Da würde der Boss nicht Nein sagen. Nee, würde er nicht. Nur der Porsche Panamera fehlt. Ja. Weil auch schon gerade gefragt worden, wir sind jetzt leider die nächste Woche sehr beschäftigt, vor allem weil danach Weihnachten ist und ihr versteht es vielleicht, wenn wir Weihnachten selber, also ich meine, wer will Heiligabend schon aufnehmen, ne? Also generell die Weihnachtstage, weil wir dann auch unterwegs sind. Okay, also kein Livestream. Ja, jeder will da aufnehmen. Heilig 24. Nee. Dafür machen wir ab 19 Uhr einen Livestream. Unterm Tannenbaum meinst du so quasi? Nein. Ich denke mal, wir werden uns wegen Weihnachten auch was einfallen lassen, zumindest am 24., ob es da vielleicht die Videos dann früher gibt oder so, weil, keine Ahnung. Wir wollen keine Leute dazu animieren, um 18 Uhr Videos zu gucken. Das ist schrecklich. Echt mal. Esst mit eurer Familie an. Alles gut, wenn ihr natürlich einen neuen Computer kriegt und keine Ahnung, wenn es um 20 Uhr ist, alles vorbei, dann könnt ihr natürlich das neue tolle Internet, was es zu Weihnachten gab, austesten. Ja, ich meine, es ist ein herrschaftliches Foto. Oh, diese scheiß Screenshot. Kringel, ja. Aber lass ihn bitte herrschaftlich sein. Ja, noch 20 Sekunden warten. Ja, zieh kurz die Rüstung aus. Oder trink Milch. Aber ich habe irgendwo Kühe. Bis ich bei einer Q bin, sind. Bei einer Q mit K-U-E-U-E. Exactly. 5, 4, 3, 2, 1, los. Los. Hört sich an, wie wenn wir eine Aufnahme gehen. Ja, und dann kann er in die Kommentare schreiben, wie euch die Hütte gefällt. Also. Natürlich nur gut, oder? Wir werden natürlich also, dann noch. Also, ich finde, es ist auch immer diese Symmetrie. Die macht mich ganz fertig. Glänzend. Also, ich muss schon sagen, bisher haben wir doch schon. Also, ich habe zumindest bei keinem anderen in diesem Projekt leider so ein detailliertes Haus gesehen. Behaupte ich jetzt mal so. Also, in Stadtrot gibt es wahrhaftig auch ein paar nicht ganz so schlechte, aber. Aber es kommt einfach nicht. Diese Herrschaftlichkeit. Genau, diese. Natürlich, ja? Also, das ganze Bosshaft ist natürlich im Moment noch nicht das. Hier vor dem Haus noch über so viel Müll ist. Der Müll rumsteht, ist der Sperrmüll vom letzten. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir das noch beheben werden. Und ihr seid auch zuversichtlich? Na, ihr seid gerade weg. Genau. Also, schreiben wir in unser Tagebuch. Bauabschnitt 1 beendet. Exakt. Ja, das war's, oder? Warte, ich hänge hier fest. Wie? Ja, das ist mit dem Arsch. Ah, jetzt, nein! Ja, ich sage immer wieder, diese Hookshot ist lebensgefährlich, so. Meine Herren. Genau, und als Abschluss noch ein schöner Blick auf den Himmel. Und dann bleibt es nach dieser kurzen Livestream-Zusammenfassung nur noch zu sagen, gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.
Und dann ist sie doch nicht vorbei. Ich mache jetzt vom Server runter. Und auf Wiedersehen.